Jo, moin. Ich nehme euch mal mit, ich fahre jetzt sowieso nach Hause. Und so. Und dann werden wir mal gucken. Feierabend für heute. Zum Glück. Und halt nicht mit dem Motorrad gefahren. Weil es mir einfach zu nass war heute Morgen. Es hat ja wirklich hier Hunde und Katzen geregnet. Ja. Hey, ich wollte mit euch mal nochmal über die Wahl quatschen. Auch wenn euch das wahrscheinlich auf den Sack geht. Wahrscheinlich mir auch. Und ja, das Ergebnis war echt übel. Ich bin da immer noch nicht drüber weg. Sagte meine Frau gerade, sie haben im Fernsehen gesprochen, die Frau Baerbock, die komische Annalena und Mr. Scholz, und sprechen da von einem klaren Wahlsieg. Ich weiß nicht, was bei denen so klar ist. Ja, wahrscheinlich nicht mehr der eigene Urin in der Schüssel. Für mich ist da gar nichts klar. Aber wenn ich nämlich nur 14% habe, ja, oder wie die SPD, was hatten die, 25%, dann bedeutet das eher, sie haben vielleicht von, wie viele Wahlberechtigte haben wir? Lass es 60 Millionen sein von 85 Millionen. Haben sie vielleicht, mein Gott, oh, lass hochrechnen. Da haben die einen vielleicht 12 Millionen, anderen vielleicht 20, je nachdem. Aber klare Mehrheit ist es nicht, nicht mal annähernd. Aber man kann sich natürlich selbst schönreden. Ne? Dann kommen wir dann wieder an den Punkt, wenn Sie der Meinung sind, Sie hätten einen klaren Regierungsauftrag, dann haben Sie den nicht von mir. Ich habe sie nicht gewählt. Ja. Und das werden sich Millionen andere Menschen auch denken. Und nun kann man ja dreimal überlegen, was dann passiert. Dann wird sich ein Teil der Gesellschaft wieder aufspalten, wird sich wieder gegen die Politik stellen. Ja. Mit dem, was sie in ihrem Parteiprogramm haben, sorgt das natürlich auch wieder für soziale Unruhen. Und ja, es wird kein schönes Ende. Ja. Das ist auch der Grund, warum sehr, sehr viele auch beunruhigt sind. Da geht es doch gar nicht mal darum, dass die komischen grünen Faggels das hinbekommen sollten mit ihren komischen Verbrennerverbot bis dann und dann und es darf nicht mehr gefahren werden und Motorrad und weiß der Geier. Darum geht es, glaube ich, gar nicht mal so. Darum geht es gar nicht mal so. Es geht ihnen einfach nur um ihre scheußliche Macht, die sie jetzt bekommen haben. Tja, und das war's. Wir können entscheiden. Scholz mit seinen 1,50 Meter fühlt sich wie ein Riesenpimmel. Ja. Und ich finde das schon erstaunlich, dass so viele Bundesbürger jemanden wählen, der im Bereich Korruption, ja, er hat ja leider Gottes eine, wie nennt sich das, eine Demenz, kann sich ja nichts mehr erinnern. Ja, also ein dementer Korrupter, der sich zur Wahl gestellt hat. Und noch belohnt wurde für seine Scheiße, die er gebaut hat. Ich meine, wir reden da über 60 Millionen, das ist nicht gerade wenig, ne? Oh. Man will ihm ja nicht unterstellen, dass er das Geld selbst eingesteckt hat. Denke ich mal weniger, aber er wird davon profitiert haben. Ja, und wenn das nicht nur die Firmen sind, die er da mit seinem Beschiss unterstützt hat, dann werden das andere Dinge sein. Und dann kommen wir halt zu dem Punkt, wo man sagt, okay, ja, Motorradclubs könnt ihr verbiegen, könnt Scheiße bauen, könnt da reinlaufen, könnt ihr auseinandernehmen. Alles kriminelle Vereine. Mhm. Ja. Da
da stelle ich mir die Frage, da macht der eine kriminelle Verein den anderen kriminellen Verein platt, oder wie? Bei dem einen ist es noch nicht mal bewiesen. Und der andere kriminelle Verein, ja, ist entweder gesetzlich geschützt oder hat Demenz, wie Herr Scholz. Tja, so kann es gehen. Jetzt werden wir erstmal abwarten, was für eine düstere Diktatur wir dann so reinschlittern jetzt. Ja, können wir ja schon mal mit rechnen, dass der Verbotskatalog erstmal schön dick wird. Ja, zudem haben wir ja heute gemerkt, die Wahl ist fertig und zack, hatten wir schon wieder 400 Fälle an Covid mehr als in letzter Woche. Schon geil, ne? Ganze letzte Woche über fielen die Zahlen, ging die Inzidenz runter. Am Tag nach der Wahl steigt die Inzidenz und die Zahlen sind wieder höher. Tja. Also ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich finde das Ganze sehr, sehr unglaubwürdig. Sehr unglaubwürdig. Die Anzahl der Wahlberechtigten. Also mich hätte wirklich mal eine wirkliche Statistik interessiert, wie viel der Wahlberechtigten welche Altersgruppe wen gewählt haben. Es gab, glaube ich, gestern nur eine Auswertung, wo man sehen konnte, das waren, glaube ich, von Berlin oder war das von, ich weiß das Bundesland jetzt gar nicht. Aber da stand irgendwas von junge Wähler. Ich glaube, es war eine Altersgruppe von 18 bis 30, die, glaube ich, ausschließlich die Grünen und die SPD gewählt haben. Ja, also im Bereich der SPD, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr vertreten. Das ist schon erstaunlich. Und ich würde gerne mal wissen, wer von denen überhaupt das Wahlprogramm gelesen hat. Eigentlich sollte man sie auch mal fragen, wie sie zum Thema Korruption und Kriminalität stehen, weil anscheinend scheint das diese Altersgruppe ja nicht wirklich zu interessieren. Ja. Aber egal. So ist das halt. Ja, ich werde jetzt erstmal nach Hause fahren, was futtern. Vielleicht haue ich mir auch ein Steak in die Pfanne, mal gucken, solange man noch Steak essen darf. Ja, darf ist der richtige Ausdruck, weil bald dürfen wir wahrscheinlich so einiges nicht mehr. Vielleicht wirst du dann auch eine Steuer bekommen, weil du furzt. Ist ja auch CO2. Ja. Atmen wird besteuert und ich meine, wenn ich mir so die Benzinpreise angucke, dann leck mich am Arsch. Ich habe jetzt schon aus, wo waren das? In den Staaten gab es schon einige Bundesstaaten, die Probleme haben mit Benzin. Da konnten einige Biker-Kollegen am Wochenende nicht ausfahren, weil sie nicht mehr Benzin kaufen konnten. Das gleiche Problem steht jetzt in England. Die Tamsterkäufe, die Leute decken sich mit Benzin ein. Wahrscheinlich Corona-bedingt oder wegen dem Austritt aus der EU und so weiter. Also wie man sieht, man merkt halt schon, dass so einiges im Chaos zerfällt. Ja. Und ich denke, bei uns wird es auch nicht mehr lange dauern. Was haben wir jetzt? Oh, super kostet 1,58, das ist ja mal echt ein Schnapper heute. Also, überlegt, Wochenende war es, glaube ich, ja, bei 1,78, 1,80. Also ein bisschen günstiger geworden, immerhin. Auch was, ne? Jo, was macht ihr Wochenende? Habe ich das gerade gesagt? Wochenende ist vorbei. Da siehst du, wie alt ich heute bin. Ne, was macht ihr so? Könnt ihr auch mal was erzählen? Ja. In welchen
mal der Typ, der alleine sammeln muss. Check. Irgendwie war es heute ein ziemlich stressiger Tag. Wir haben Updates machen müssen. Wie wisst ihr, arbeite ich in der Klinik. Ein paar Probleme mit den verschlüsselten Schnittstellen. Mussten Updates gemacht werden und so weiter und so fort. Und sowas dauert halt, ne? Und sowas geht auf die Nerven. Und manchmal auch auf die Laune. Scheint es